Die deutschen Skispringerinnen haben bei der nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld Gold im Teamspringen geholt. Juliane Seifert, Ramona Straub, Carina Vogt und Katharina Althaus verwiesen die Gegnerinnen aus Österreich und Norwegen auf die Plätze 2 und 3. Für Deutschland ist dies bereits das 5. Gold bei dieser WM und die Wettkämpfe dauern noch bis zum 3. März. Vor allem Althaus und Straub waren jetzt die Goldgarantinnen. Das ist ein großer Moment heute für den Sport und ganz besonders für uns. Ich glaube, ich war heute aufgeregter als vor anderen Wettkämpfen. Ich freue mich, dass wir heute solche Sprünge zeigen konnten. Am Ende hatte das deutsche Frauenteam rund 10 Meter Vorsprung.